Streit unter Klerikern, die katholische Kirche und der Fall Drewermann. Heute Nachmittag begann die Herbstvollversammlung der katholischen deutschen Bischofskonferenz. Auch wenn es auf dem offiziellen Themenkatalog nicht vermerkt ist, werden sich die Teilnehmer vermutlich auch darüber zu unterhalten haben, wie sie künftig mit einem katholischen Kirchenkritiker umgehen wollen. Der Priester und Psychotherapeut Eugen Drewermann setzt sich seit Jahren mit der offiziellen Kirche auseinander. Über die Auslegung der Bibel geht es dabei, über Drewermanns psychologische Betrachtungsweisen. Dem Paderborner Erzbischof ist er nun ein derartiger Dorn im Auge geworden, dass dieser dem unbotmäßigen Mann mit dem Entzug des Priesteramtes und dem Entzug seiner theologischen Lehrerlaubnis droht. Herr Drewermann, guten Abend. Bislang haben Sie sich dazu über ein Jahr lang öffentlich nicht geäußert. Sie haben aber bis heute in Bonn getan. Was sollen Sie denn eigentlich widerrufen, Herr Drewermann? Ich soll widerrufen in 4 Punkten, beispielsweise meine Auffassung zur Haltung der katholischen Kirche in der Frage der Abtreibung. Der Erzbischof legt meinen Standpunkt so aus, dass ich die Abtreibung rechtfertigen wolle. Dem ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil sage ich, die Tötung eines Embryos ist die Tötung eines Menschen, objektiv also schwere Schuld. Ich kenne aber als Seelsorger und Psychotherapeut viele Fälle von unausweichlicher Schuld, von wirklicher Tragik. Und nun frage ich die Bischöfe in Fulda, wie viel Spielraum haben Menschen, die einfach verzweifelt sind, die in Not sind und nicht ein noch auswissen? Ich möchte, dass diese Menschen nicht bedroht werden mit dem Strafrecht oder mit der automatischen Exkommunikation in der katholischen Kirche, sondern dass sie Verständnis erhoffen dürfen, dass sie Barmherzigkeit erwarten dürfen und dass man sie begleiten darf, gleich wie in ihrer Situation die Entscheidung aus ihrer Sicht als einzig mögliche offen bleibt. Ich kenne keine Frau, die in diesen Fragen es sich leicht machen würde. Erwarten Sie denn jetzt, dass die offizielle Amtskirche Sie nun aus Ihren Ämtern entlassen wird? Der Paderborner Erzbischof hat im Alleingang sozusagen schon im Januar 1990 mir die Lehrerlaubnis entziehen wollen. Er hat dann gemerkt, dass das alles nicht so einfach geht. Er wollte ein Lehrbeanstandungsverfahren anstrengen. Dazu gehört aber, dass er mit mir spricht. Kurz, er hat jetzt in 2 Briefen von Anfang September mich ultimativ aufgefordert, meine Ansichten zu widerrufen, öffentlich. Ich habe die Bischöfe in Fulda heute öffentlich gefragt, ob das, was ich da sage, zum Beispiel Barmherzigkeit statt Strafrecht, unkatholisch ist oder Symbol gegen äußerliche, historische, biologische Interpretation der Dogmen. Ob das unkatholisch ist im Jahre 1991, das müssen die Gläubigen in der katholischen Kirche wissen. Da geht es nicht nur um mich. Glauben Sie denn, Herr Drewermann, dass Sie einen großen Kreis der Gläubigen ansprechen? Ich meine, es ist ja so, dass auf den Kirchentagen immer wieder auch sehr viele junge Leute hinströmen und die Kritik, die Sie dort ausüben, jetzt hier auch, dort eigentlich weniger zur Sprache kommt. Ich bemühe mich seit über 25 Jahren als Priester darum, von Gott, von Christus so zu sprechen, dass es den Menschen hilft und dass es dazu beiträgt, ein Stück ihrer Angst, ihrer Not abzutauen und abzuheilen. Die Leute, die meine Bücher lesen, nehmen sie mitunter auf wie Medikamente. Ich kann nicht erkennen, dass das falsch wäre. Ich erlebe allerdings, dass sobald Menschen mündig werden, sich selber ein Urteil zusprechen, dem eigenen Lebensweg eine innere Konsequenz und Evidenz zutrauen. Auch die Macht der Kirche berührt wird, was ich ursprünglich nicht wollte. Es zeigt sich dann, dass der Verwaltungsapparat der Kirche in vielem hinderlich, überflüssig, ja sogar gefährlich ist. Ich glaube, die Religion im 20. Jahrhundert muss sich entscheiden, ob sie autoritär bleiben will oder humanitär zu sein lernt. Und das Letztere möchte ich ganz entschieden. Fühlen Sie sich wohl in der Öffentlichkeit? Ich sage das einfach mal so, Herr Drewermann. Oder suchen Sie die Öffentlichkeit jetzt zu Ihrem Schutz? Seit 2 Jahren muss ich die Öffentlichkeit suchen zu meinem Schutz, um dem entgegenzuwirken, dass durch Ausgrenzungen, die hinter meinem Rücken erfolgen, die mir nie erklärt wurden, die dann, wenn ich sie anfrage, immer wieder in Abrede gestellt werden, bis hin jetzt zu reinen Verwaltungsschritten statt einer offenen Diskussion von Seiten des Paderborner Oberhirten, in der Kirche selber, mit den Gläubigen und von Seiten der Gläubigen debattiert wird, was doch im Grunde alle angeht. Ich glaube, man versteht keine Kirche mehr, die sich den Basisforderungen einer offenen Demokratie in so flagranter Weise widersetzt, wie die katholische Kirche in Deutschland im Jahre 1991. Das darf so nicht bleiben. Herr Drewermann, herzlichen Dank. Schönen Dank. Das Gespräch mit Eugen Drewermann haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Soweit die Tagesthemen. Die Kollegen von der Tagesschau melden sich gegen 1.45 Uhr wieder. Guten Abend und auf Wiedersehen. Dann bis.